Rudi Projekt, nachdem Christian Grassmann und Leif Lamparter, die 6-Tage-Profis, die Kapitäne des Teams, unterwegs sind auf dem Dörni, begrüßen Sie mit einem herzlichen Applaus Robert Bickel vom Hirschenberg, Christian Lichtenberg für das Rudi Projekt Racing Team und Timon Loderer. Die drei, die ihre Kapitäne unterstützen müssen, die jetzt schon mal beim Bahnfahren auf dem Dörni sind, 10 Sekunden schneller als in der letzten Runde. Herzlichen Dank und viel Erfolg für das Rudi Projekt Racing Team vom Hirschenberg. So, da sind sie wieder. Achtung, Applaus für unsere Dörnis mit Good Race. Mit viel Tempo kommen sie an hier. Good Race. Und die 15 Good für race. Das Feld. Meine Güte, haben die ein Tempo drauf, den Mann. Das ist ja unglaublich. Du sagst, das ist brutal. Das ist brutal, brutal, ja. So, das Team des on stage. Walter Herpersdorf, Team Marine Bikes. Ohne Grenzen. Angeführt von Florian Völl. Ja. Lassen Sie das, kommt hierher. Florian Völl, Ex-Profi im Team Heizomat. In diesem Jahr ein Führerfeldpreis in Bellheim. Nur einmal erwähnen wir den Konkurrenten. Ohne Sponsor kein Motor für Ideen. Und weiter beim Rennen in Bungen. Florian Völl. Dann weiter Friedrich Meingast in diesem Team. Und demnächst in Washington und jetzt noch in Nürnberg. Deutscher Meister im Zeitfahren in diesem Jahr, Sieger in Kulmbach und 14. der deutschen Zeitfahrmeisterschaft. Best Race. Also im Kampf Final Race. Uhr. Und ja, der Favorit für heute im Team, der Kapitän sicher, Christopher Schunk, unter anderem Sieger in diesem Jahr in Passau, in Oberdietfurt, in Strudendorf, in Nustadt in der Pfalz und auch im Lauf bei Nürnberg hat er das Rennen für sich entscheiden können. Das Team Marine Bikes, außerdem noch Fabian Holzmeier und Peter moment, Renner. Die Protagonisten in diesem Team. Winner Moment. Walter Herpersdorf, Team Marine Bikes. Als nächstes darf ich nach oben bitten. Das Team Jena Tech. Das Team Jena Tech, meine Damen und Herren, ist zu Hause in Gera. Und Gera ist ja bekanntlicherweise die Patenstadt.